Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei eurem Super Gaming von RP. Ich habe hier ein wunderschönes Gameplay für euch vom Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer auf der Map Venedig im Spielmodus gesucht mit dem Henker hier am Start und der Fähigkeit Verkleidung. Ja, das war's auch schon zum Gameplay, was ich euch sagen wollte. Ich habe hier noch ein paar Informationen zur Gamescom 2012 und meinem Kanal. Auf der Gamescom, wisst ihr ja bestimmt, findet eine coole Aktion vom Commander Krieger statt, und zwar im Flashmob. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist ein weißes T-Shirt an einem beliebigen Tag anziehen, und vielleicht findet ihr ihn oder er euch, und ihr könnt dann daran teilnehmen. Ich weiß echt noch nicht, wie das Ganze aussehen wird und wer das alles plant. Ich würde mal sagen, lassen wir uns überraschen. Ich meine, er ist ein Organisationstalent, also von daher kann es eigentlich nur perfekt werden. Ja, er hat noch ein paar, was heißt ein paar, er hat ganz schön viele Poster dabei, Autogrammkarten. Ich denke mal, da könnt ihr bestimmt ein paar Sachen abstauben. Ich werde Donnerstag und Freitag bei der Gamescom sein, für wen das interessiert, und werde daran auch teilnehmen. Nur mein T-Shirt ist auch natürlich auch weiß, nur wird ein bisschen anders aussehen. Wie es aussieht, werdet ihr am Donnerstag sehen, höchstwahrscheinlich. Ich werde es vielleicht Donnerstag so als Bulletin posten, wenn das geht, oder eben kurz ein kleines 10-Sekunden-Video von meinem T-Shirt machen. Mal schauen, lasst euch einfach überraschen. Ja, vielleicht ein paar Informationen zu Commander Krieger, falls ihr ihn nicht kennt. Er ist einer der größten Kommentatoren Deutschlands, kommentiert Gameplays von Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare 2, Black Ops und Modern Warfare 3. Und auch Battlefield 3, was er jetzt auch angefangen hat zu kommentieren. Eigentlich schon länger. Ach man, egal jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock, hier alles rauszuschneiden, da ich die Aufnahme jetzt schon zum geführten tausendsten Mal mache und immer an dieser gleichen Stelle verkacke. Weil ich immer Battlefield 3 vergesse, weil irgendwie hat er sich ganz auf dem Schirm. Naja, er hat auch Let's Plays gemacht zu Uncharted 2 und Uncharted 3. Uncharted 3 hat er abgeschlossen und Uncharted 2 läuft bald wieder. Im September ist er ja im Urlaub, da wird höchstwahrscheinlich das nicht kommen. Er hat noch nicht ganz genau gesagt, wann Uncharted 2 weitergeht. Aber ich denke mal, nach September geht's wie gewohnt weiter. Ja, das war's dazu. Dann zu meinem. Jetzt kann ich hier 8 Minuten über meinen Kanal plaudern. Ja, da gibt's eigentlich auch nicht viel zu sagen. Irgendwie. Ja, jetzt haben wir jetzt 10 Minuten zur Verfügung, aber da gibt's nicht mehr viel zu labern. Ja, obwohl man kann ja mal ein bisschen gucken hier, was wir so zu sagen haben. Ja, ich habe momentan, ja, wie ihr schon wisst, mit Splinter Cell Conviction angefangen. Ja, leider gibt's beim dritten Part ein paar technische Probleme, und zwar mit Fraps. Ja, Fraps eiert hier auf dem PC übelst derbe rum, hat immer, wie auch hier schon am Anfang, deswegen habe ich auch den Anfang rausgeschnitten, Fraps-Einbrüche. Danach ging es eigentlich einigermaßen, hat er so standardmäßig 30 FPS, aber bei Splinter Cell Conviction irgendwie will er nicht haben. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht kann ich euch mal sagen, was da los ist. Also ich starte dieses Spiel, alles ganz normal, 60 FPS ohne Aufnahme, drückt diese Scheiß F9-Taste auf einmal, fumm, 5 FPS. Ich denke mir so, what the fuck, warum nur 5 FPS? Mein PC ist eigentlich ein guter Standard-PC, ja, eigentlich schon Standard-Gamer-PC. Ja, aber ja, kann man auch nicht so ganz genau sagen. Es hat nicht so eine Top-Grafikkarte drin, aber es geht eigentlich. Ich kann Battlefield 3 auf hoch spielen, alles flüssig, auch mit Fraps aufgenommen, 30 FPS. Komischerweise will er bei Splinter Cell Conviction nur mit 5 FPS aufnehmen. Keine Ahnung warum. Da habe ich ein bisschen gegoogelt, habe gefunden, ja, da gibt es so eine Kantenglättung, mit der Fraps nicht klarkommt. Ja, habe ich die rausgenommen. Denk mir, hä, warum? Immer noch 5 FPS. Nochmal nachgegoogelt, ja, hier noch einen angeschrieben, hier habe Kantenglättung ausgenommen, dies, das. Was kann ich tun? Dann sagt er, ja, du musst hier die Priorität ändern. Man kann, wusste ich auch noch nicht, die CPUs an einzelnen Programmen übergeben, wie viele er nehmen soll. Dann das gemacht, ja. Dann sagt hier so Fips, du bist hier nur so ein doofer User, hier Zugriff verweigert. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe nachgegoogelt, keine einzige Antwort gefunden. Ich habe bei YouTube nachgeguckt. Ja, hier machst du dies, das, ja, hier Priorität ändern, da nimmst du zwei Kerne, dann nimmst du andere zwei Kerne, fertig. Ja, von wegen, am Arsch. Fips ist so ein verkacktes Scheißprogramm bei mir. Ich weiß echt nicht, warum das bei mir so rumspackt. Bei allen anderen funktioniert es anscheinend perfekt. Nur bei mir denkt sich Fab so, nee, bei dir, du hast nur 90 Abos, du bist zu schlecht, du, keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß, ich sag zu viel, keine Ahnung, ich weiß, aber es ist einfach so.
Ich habe irgendwie Ahnung von nichts, aber von jede Menge. Ja, dann, was gibt's hier noch? Ja, ich mache hier jetzt auf der Gamescom natürlich Videos, werde meine Kamera mitnehmen. Vielleicht hat ja einer Lust, oh mein Gott, ein YouTuber Bock, ein bisschen auf der Video zu labern, was weiß ich. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Kamera rumlaufen, ein paar Sachen filmen, ein paar Trailers abfilmen. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt. Ich werde auf jeden Fall ein Fazit machen von der Gamescom, von ein paar Spielen, die ich mir angucken werde. Das wird auf jeden Fall Assassin's Creed 2, ach, Assassin's Creed 2 sag ich schon, Assassin's Creed 3 und Hitman Absolution sein. Auf diese beiden Teile freue ich mich schon richtig derbe, obwohl ich mich momentan auf Hitman Absolution mehr freue als auf Assassin's Creed 3. Durch Revelations ist das so ein bisschen, ha, wird der Teil gut, nicht gut. Ist eigentlich so, wie das so die Kommentatoren sehen, mit MW3 und Black Ops. Black Ops müssen sie sich kaufen, klar, aber so die Kleinen denken dann auch, soll ich mir jetzt Black Ops 2 kaufen? Wäre zwar ein Vorteil, weil da hat man wieder die ganzen Gameplays, die auch die anderen zeigen, hat wieder andere Möglichkeiten, ja, aber, naja, was will man machen? Man kommt halt nicht drum rum um das Spiel. So als YouTube-Partner sowieso nicht. Ja, dann, ja, Berichte von neuen Games werde ich machen, klar, habe ich gerade gesagt. Ja, ich glaube, ja, dann kann ich noch ein paar Informationen zu Uncharted 3 geben. Dieses Spiel ist fertig abgefilmt mit der Dark Crystal Capture Card, falls ihr euch fragt, welche, was für ein Teil ich benutze, ob ich die HD4VR oder die Avmedia Dark Crystal benutze. Jetzt wisst ihr es, ich benutze das zweite. Ja, das ist alles abgefilmt, muss nur noch kommentiert werden. Nur ich habe manchmal so oft gefailt, dass es mir das Nachkommentieren übelst keinen Spaß macht. Überhaupt nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nicht Uncharted 3 wieder in die Konsole reinlege, nach langer Zeit einfach nochmal die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Kapitel das sind, ich glaube 3 oder 4 Kapitel sind das noch. Also insgesamt werden es 5 Folgen. Aber mal schauen. Werdet ihr wahrscheinlich dann sehen, wie das so alles abläuft bei Uncharted. Wie ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt habt, dass ich da nicht so viel Spaß dran habe. Ich habe mit ein paar Abonnenten gesprochen, eher gesagt geschrieben. Ja, die fanden den Splinter Cell 1 Part jetzt richtig gut. Der zweite war nicht ganz so gut. Das lag daran auch, da ich die, ja, meine Nachbarn hatten hier so ein bisschen Spaß. Man hat alles in der Aufnahme gehört und da habe ich die, also in dem dritten Part war das, und da habe ich die Aufnahme gelöscht und außerdem auch den zweiten gelöscht. Hab dann versucht, mit einer Datenrettungsprogramm das wiederzuholen, nur da war alles nur am Laggen und ne, das ging gar nicht. Und deswegen war der zweite Part dann auch so ein bisschen gelangweilt. Tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ich habe eigentlich voll Bock auf das Spiel, will dieses Spiel eigentlich auch mit voller Elan durchspielen. Aber ich weiß nicht, warum ich das nicht rüberbringen kann. Falls jemand so Tipps hat, wie man sich am besten motivieren kann oder so, könnt ihr mal einfach schreiben. Ja, hier habe ich auch voll verkackt. Da hätte ich die eigentlich nehmen müssen. Eigentlich hätte ich mit dem Headset spielen sollen. Und warum hier jetzt ein schwarzer Bildschirm ist, ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwie. Ich muss gleich mal gucken, wie wir es am besten lösen können. An 27 geht's das Gameplay hier noch. Ja, dann kann man ein bisschen zu Assassin's Creed labern. Ja. Tut mir leid, ich bin jetzt auf. Ich dachte, die Minuten reichen aus für die paar Informationen, die ich habe. Aber ich habe noch Zeit. Ja, da war auch hier. Ich weiß nicht, was dieser Doktor hier vorhatte. Ob der mich hier holen wollte oder so. Betäuben wollte, nehmen, ich weiß nicht. Irgendwie, wann mal ist denn Doktor für ein Level? Der ist Level 14 und so schlecht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ganz ehrlich, heute war irgendwie so ein komischer Tag. Erst, ich stehe so auf, wollte meine Hose in die Wäsche tun, weil die ein bisschen dreckig war. Und was war drin? Mein Handy. Ich dachte so, nein! Erstmal schnell hier die Waschmaschine ausgestellt, Hose rausgeholt, Handy rausgeholt, Handy am Trocknen gelassen und zum Glück, es steht, liegt hier neben mir und es funktioniert noch. Boah, das war echt Glück ohne Ende. Ja, und hier werden wir von dem Doktor für 100 Punkte weggeholt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der kann ja doch Kills machen. Ja. Nee. Nee, Leute, heute war echt ein verrückter Tag. Erst hier die Aufnahme hier jetzt schon eine Stunde dran, seit, nee, sogar 2 Stunden schon, wir haben jetzt schon 15 Uhr, seit 1 Uhr bin ich hier dran. Und die Aufnahme gefällt mir eigentlich ganz okay. Es sind jetzt ein paar Fades drin, aber sollte euch eigentlich nicht so wirklich viel stören.
Und ich bin Dritter geworden und wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Genießt das schöne Wetter draußen und geht raus, schwimmen an die frische Luft. Wir sehen uns. Ciao.